So, wir haben jetzt ein Gestell hier hingestellt. Da liegen noch Leisten drauf. Das ist total gut. Den ersten haben wir also im Sack. Achso. Ich muss ja noch eine Schlitzleine umfahren. Krach am frühen Morgen hier. Haben wir noch den Zettel fertig? Gestellschein habe ich gestern schon geschrieben. Verstehst du? Ist noch Kinder da? Denk mal halb an. Gestellschein. Eins. So, ich muss ins Grad gehen. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Was haben wir denn als zweite Tour? 6 Gestelle müssen wir holen. Das ist total doof. Nervenisch, Niedecken. Niedecken, Niedecken. Komplettes Glas. Ja, Niedecken Schmidt auf einem Garagendach Gestellabholung. Ja, habe ich draufgestellt. So, jetzt halt zum nächsten. Da sind wir dann auch schon schnell, würde ich mal sagen. Was gleich total geil ist, wieder vorne, kurz vor der Autobahn, ist die Ampel, die immer nur ein Auto rüberlässt. Ist das Gebäude von Subway, das Bürogebäude? Ja, anscheinend, ne? In Brand. Ich bin übrigens gerade in Brand. Ich habe ja jetzt gerade erstmal ein Gestellchen abgeladen. Jetzt fahren wir nach Eschwiler. Eschwiler? 2 Gestelle und bei dem Kunden ist das so meistens, dass wir das vor die Halle stellen und der die Rämsche direkt in die Halle stellt und ich die Leergestelle wieder mitnehme. Letztes Mal war ich da, da habe ich eingestellt, weil ich jetzt hier auf der Fahrerseite stehen habe, hatte ich dem schon mal, wollte ich dem anliefern. Da hat ein Kasten gefehlt und von einem Rahmen die Glasleisten. Und dann habe ich das wieder mitgenommen, weil der Auftrag wird auch jetzt erst eingebaut irgendwann, keine Ahnung. Und gestern kontrolliere ich das, wo das auf dem Auto stand, fehlen die Glasleisten von dem Rahmen immer noch. Habe ich die direkt beanstandet und dann haben die gestern direkt gemacht. Sonst ist das nämlich scheiße, wenn du schon zum zweiten Mal da ankommst und die fehlen immer noch. Das wäre natürlich total peinlich gewesen. Ja, ich mir gedacht, Dirki, tu mal was. So, na ganz da hinten ist meine Lieblingsampel. Seite müsste, glaube ich, Polizeigebäude sein. Da habe ich doch auch schon mal Glas geliefert. Das weiß ich noch. Hier, da sind wir nämlich hier in die Baustelleneinfahrt rein. Ganz links rum. Auf der anderen Seite haben wir dann abgeladen. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Aber quasi noch im Bau. Guck mal jetzt. Fertig. Ja, auf meiner Seite hier hat es ein kleiner LKW und einen PKW geschafft. Auf der Seite hier. Ist das nicht toll? Und jetzt stehen wir wieder hier. Ich werde bekloppt. Die 6 Gestellabholungen, also die Abholung mit den 6 Gestellen gleich, die hätte ich eigentlich schenken können. Freitags hat er immer 2 Runden, also 2-3 Mal laden immer ungefähr und mit Gestellabholungen, die rauben mir
Zeit, aber die brauchen die ja auch. Aber manchmal finde ich das doof. Vor allem der Kunde, das ist da, wo wir rückwärts in den Schlauch immer reinfahren müssen. Da habe ich halt keine Interesse dran. Die sitzen zweit in dem kleinen Ding. Ah, Belgien. Muss ja nicht unbedingt heißen, dass die Übernachtung haben. Teslas! In der Regel ist das so, immer wenn ich mich hier hinstelle und gerade den Kran aufgebaut habe, dann kommt er an. Ich weiß nicht, ob der mich irgendwo hier sieht. Ich weiß es nicht. Es kann aber sein, dass der schon da ist. Wir haben jetzt 7:30. Und es kann durchaus sein, dass er da ist. Büro ist an, also Licht da. So, das ist wunderbar. Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten. Da holen wir 6 Gestelle ab. Also steht 6 drauf. Aber 6 Stück? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat bei dem Kunden jetzt alles gestimmt. Alles. Komplett. Jede Leiste. Ich werde bekloppt. Das stimmt mich total fröhlich. Und ihn wahrscheinlich auch. Der war gut gelaunt, der Mann. Dann fahren wir. Ich bin am Überlegen. Nee. Tanken gleich in Düren. Und dann fahren wir zum Peter Wäsche. Zeit ist mir scheiße, ja, Auto muss sauber sein. Und dann fahren wir die zweite Runde. Die gucken wir uns gleich erstmal an, was er davon, ich denke mal, der lädt alles auf. Dann sind auch wieder Abholungen bei. Wie gesagt, das Gestell von dem Garagendach da, was wir da damals hingebracht haben. Haben wir ja eine Holzpalette hingebracht, wo Kästen drauf waren. Das ist eine Pfandpalette, die hat er auf das Gestell festgemacht. Ich habe ein Foto gekriegt. Und dann hebe ich das gleich da von der Garage ab. Und dann sind wir auf der sicheren Seite, haben wir das auch weg. So sieht das aus. Wir sind da, 8,36, 8,1 Kilometer, können wir wieder rückwärts in der Schlauere Rinder. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Stück und 2 L, sagt er, hat er noch, dann sind es 6. Mit dem Stapler hänge Russi fahre, dann tun wir die 2 L noch hier drauf. Hier ein Gurt. Ich kann ja schon mal 2 Gurte holen. Vorne steht ein Holz-LKW. Der will auch uns jetzt hin. Lässt sich keiner rückwärts reinfahren. Blockierst den Verkehr komplett, keiner lässt dich. Ich meine, die haben zwar Vorrang, aber ich hätte den LKW jetzt reingelassen, ne? 3 Sekunden, damit ich von der Straße bin. Aber das muss ja jeder selber wissen. Das ist der Zusammenhalt heute, das Zusammenleben, finde ich das. Ich finde das auch super. Ich finde das komplett super. So, jetzt haben wir getankt. Tankpool Düren. Hast du den Deckel drauf gemacht? Ja. Jetzt fahren wir hier Rätselruss, hinge um die Ecke, linke Sick, bitte. Waschhalle. Schauen wir mal, was geht. 9.57 Uhr. Ich hoffe inständig, dass da nichts los ist, ja. Damit ich mal schnell da durchgezogen werden kann. Hüti. Okay. Da wollen wir mal schauen, was denn so geht. Kann sein, dass der auch dahin fährt. Da liegt nichts. Da gibt es ja noch wieder ein Käffchen, ne? Haben wir jetzt schön voll geballert, den Tank. Volle Bulle hier. AdBlue machen wir ja am Hof, ne? Das brauchen wir jetzt nicht. Machen wir nicht.
Okay. Ein Chassis steht draußen und ein Silo. Ja, das ist mir relativ egal. Wir fahren rein. Das sieht gut aus. Der Spiegel ist ein bisschen verstellt. Jetzt geht es. Ciao. Boah, Junge. Sauber. Ohne Ende. So, und jetzt können wir den Wagen schön trocken föhnen, bis wir bei Ventana sind. Geil, Mann. Das finde ich mega. Und der nächste zum Wäsche. Ja, ja, ist ja gut hier. So, ihr Lieben, ich war jetzt zwischendurch nochmal zurück, habe geladen für 3 Kunden. Den ersten haben wir jetzt weg. Das war ein Gestell. Dann habe ich ein leeres wieder mitgenommen. Das war in Nörvenich. Das war in so einer engen Straße. Da fahren auch Schulbusse, deswegen musste ich mich da sehr beeilen. Aber ich habe den wegfahren sehen, den Schulbus. Also vor mir. Und hinter mir kam keiner. Deswegen habe ich da schön abladen können. Ich habe mich beeilt, aber wie gesagt, kam noch nicht mal ein Pkw. Jetzt fahren wir nach Niedeggen. Emptgen. Irgendwie so jetzt. Da haben wir ein paar Kartons für. Und dann fahren wir noch ein Örtchen in Niedeggen. Da müssen wir vom Garagendach das Gestell runterholen mit der Palette. Und dann haben wir Glas für den. Gerade schon mit dem telefoniert, wo und wie der das haben will. Weil der ist, glaube ich, in Aachen irgendwo auf einer Baustelle. Der schafft das nicht. Ich habe jetzt ungefähr so Angaben, wie ich das stellen soll, damit er das direkt ins Haus ziehen kann. Das ist das Glas für fertige Rämchen, die schon, glaube ich, verbaut sind. Ja, ich glaube schon. Genau. 5,8 Kilometer sind wir beim ersten mit den Kartönchen. Pack auf, Hunger schmieße, fertig. Auto ist gewaschen, das gefällt mir sehr gut. Der blinkt wie die Sau. Der hat mir den Tank extra gereinigt. Der ist auch wieder schön sauber. Das machen wir auch nach dem Winter, ne? Das sieht ja so angegriffen aus. Da lassen wir den wieder schön reinigen und dann sieht das wieder gut aus. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Riesenproblem. 5,3 Kilometer. Dann haben wir halb eins. Dann machen wir den einen noch. Abladen, laden und dann rufe ich an, wie lange ich brauche für nach Ventana und dann nehmen wir dann noch Vorladen für Montag, glaube ich. Ich glaube, das machen wir, weil immer wenn ich vorlade, kann ich um 7, kurz vor 7, 7 schon beim ersten sein. Das habe ich lieber, wenn ich mehr habe, weißt du. Dann schauen wir mal, wie dann am Montag alles läuft. Aber jetzt fahren wir erstmal die Kartönchen runterschmeißen. Juhu! Das war der nächste Streich, den habe ich auch. Das waren nur ein paar Kartons, die haben wir schnell, da waren so Bauarbeiter, die haben gepflastert. Die haben mir schnell geholfen, die paar Kartons da. Ich habe so ein paar Meter weiter geparkt. Die Kartons in den Innenhof zu tragen, das war nichts eigentlich. 2 Minuten. Die Dame hat unterschrieben. Jetzt sind wir beim nächsten 70 Kilometer, 13.03 Uhr. Da sind wir in Niedeggen-Schmidt dann. Und dann rufe ich an, ne, dass wir Vorladen fahren. Weil, wenn ich jetzt reinfahre, wäre Quatsch. Ich fahre ja quasi jeder auch vorbei, mehr oder weniger. Deswegen habe ich gedacht, ich könnte mir dann nachher bei dem Bäcker noch einen Milchkaffee holen, was zu schnabulieren und Vorladen. Habe ich jetzt was durcheinander gemacht? Nee, ne? Ich weiß nicht. Wir haben Freitag. So, und jetzt passe mal 8 hier. Jetzt sind wir beim letzten. Fahren wir jetzt hier rinne. Und dann heben wir. Ich hoffe, ich muss nicht umsetzen. Da ist das Haus. Umsetzen möchte ich nicht. Also ist kein Problem, aber hält halt ein bisschen auf. Ne? Bing. So, da oben steht das Gerüst. Ach, das Gerüst, sage ich schon. Hat die Palette festgemacht? Ich hoffe, die Palette ist richtig schön fest. Ja, doch, brauchst du umsetzen, glaube ich. Ne? Das ist doch total toll, oder nicht? Da setzen wir jetzt rückwärts hin. Nee, vorwärts. Ist besser, hast du den Kran. Guckst du da dran? Überall? Ja.
Ich setze noch ein bisschen rein. Alles abgewickelt. Gut. Ich habe gerade noch schnell den Schinken gemacht. Hier, den tue ich jetzt noch fort. Wenn hier keiner ist, dann schreibe ich auf dem Schein meistens, also auf dem Lieferschein meistens einfach so abgeladen. Und dann haue ich wieder ab, ne? Jetzt muss ich gerade den nehmen. Was hat denn hier für eine Sortier? Das kann ich jetzt ja nicht gebrauchen. Nein, Quatsch. 17 Kilometer. Kurz vor 13, 13.52 Uhr, also kurz vor 2, werde ich da sein. Ich habe den schon angerufen, dass wir vorladen. Er hat gesagt, alles klar. Und dann kenne ich den Patrick ja so, dass der direkt alles parat stellt mit dem Verlader. Also gehe ich von aus, dass das gleich alles fluppt. Schöne Hüß, ja, hey. So, guck mal bitte hier. Wir haben jetzt genau 14.55. Ich habe mich ja total beeilt, ne? Komm ich hier hin, stand der Gianni noch hier. Und der hat jetzt gerade erst fertig geladen. Und jetzt lade ich zwei Gestelle, ein bisschen Langlager. Und dann habe ich jede Menge Abholungen am Montag. Aber Hauptsache, die Bude ist voll geladen. Jetzt habe ich hier so lange gestanden, ne? Jetzt laden wir gleich hier. Die zwei Gestelle, Langlager holt er jetzt gerade. Und dann fahren wir auch rein. So. Ich kann die Tür aufmachen. Ich habe hier so ein Gummi an der Tür. Da kann ich die aufmachen, da kann die ruhig mal gegen den Zaun, da geht das an den Gummi, weißt du. Sehr schön, Rainer. Mich hört sich an als Lademeister, wa? Was? Mich hört sich an als Lademeister. Bist du doch. Wann kommst du zu uns? Hoffentlich bald, im Januar. Besser ist das. Ja. So, wie lange ich jetzt gewartet? Anderthalb Stunde. Anderthalb Stunde habe ich gewartet. Das war jetzt das Höchste, was ich bislang hier gewartet habe, weil der Johnny vor mir war, beide gleichzeitig fast. Das ist einfach nur ätzend. Dafür habe ich mich so beeilt, verstehst du? So, wir sind auf dem Hof, keine Ahnung, 35 Minuten. Wir haben jetzt 10:03. Und dann werden wir schön einparken, werden wir nochmal hier ausblasen und dann ist Popshop für heute, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr werdet auch ein schönes Wochenende haben. Oh, ich freue mich so, ne? Oh, hier, Junge.